Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. In der letzten Folge, ja, was haben wir in der letzten Folge gemacht? Muss ich kurz nachdenken. Ach ja, wir haben Brule hier schon wieder beschützt. Vor einem Panzer, der gerade versucht hat, die Stadttore niederzuballern. Und zwar mit unserem eigenen Panzer, der Edelweiß. Und ja, ich habe direkt nach dem Kampf, glaube ich, aufgehört und die Cutscene haben wir noch nicht gesehen. Mit dem Zuhause im Rücken. Ja, das gucken wir uns mal an. Oh. 帝国軍の奇襲を受けたブルールは襲撃からわずか2時間足らずで制圧された。 Ja, wir haben Brule verloren. 一局面でしかなかったこの戦いこそが後に Was gucken die denn da so? Alicia. Sensoga hajimatte. Ko naru kakugo wa shite ita tsumori datta. 自分の生まれ育った町が壊されて、たくさんの人たちが一瞬で死んでしまった。こんなことが起きるなんて、今でも信じられない。あ、そのイムペリオムスはでもアーシュサイン。気ままに生きているように見える鳥や虫たちも、自分の縄張りを持っているんだ。そしてその縄張りを守るために、命がけで戦う習性がある。 人間も生き物であるでしょう。その宿命からは逃れられないのかもしれない。でも、生き物たちは争い合ってるように見えて、種族を超えて共存していることもあるんだ。共存？うん。僕はその共存の仕組みを知りたいんだ。それを知るために、自然科学を学んでいる。その仕組みが分かれば、 人間の暮らしに生かせるような気がするんだ。そして、いつか教師になれた時、子供たちにそれを教えていくことができたら、争い自体をなくすことができなくても、共に手を取り合って生きていけると思う。メルキー、兄さん、マーサさんが眠りについたので、 Bisschen zerstört, ein bisschen Rauch, aber ja, irgendwann kommen wir zurück. Aber was machen wir in der Zwischenzeit? Das Basel Urban Warfare. Okay, wie man das exakt übersetzen soll, keine Ahnung. Beschwörungen, hä? Ja, Summons, Einladungen, keine Ahnung. Ihr wisst schon. März 1935. Das Imperium hat begonnen, die Gallias Ostküste zu belagern. Da! Da, wo die Pfeile sind. Maximilian, der Kommandant der gallischen Invasionsfront, hat eine mobile Armee gebaut. Und hat viel Panzer hingeschickt. Bruce ist in 2 Stunden gefallen. Irene Koller, ja. An der gallianischen Front. Ja, und es werden neue Dingens gesucht. Neue Refugees. Männers. Und Frauens. Die Hauptstadt Gallia.
Unicorn にも例えられるランドブリーズ城にはガリア公国元首コーデリア姫が住む。Ja, da gibt es die Prinzessin Cordelia. Da ist die Hauptstadt. Und ja, Antique. Wir schon. Ich muss aufhören damit. Das kann ich auch nicht mal übersetzen, ehrlich gesagt, im unteren Teil. Hier werden Soldaten ausgebildet. Ja, Welkin und Alicia sind dorthin gegangen. In diesem Militärstützpunkt, im Ausbildungslager. Und das sehen wir ja jetzt. Schon wieder 6 Minuten um. So. Legen wir die Klamotten des Tutorials ab und ziehen die Klamotten, die wir des Rest des Spiels anziehen. An. Und auch sie jetzt in Uniform. Sie müsste ja eigentlich mehr Erfahrung haben als Welkin, oder? Käfer hier nicht? Ein Rhinozo. Ja, König der Insekten. Ja, genau. Du bist die Königin der Insekten. Also ja, doch eine Bäckerei, wusste ich doch, mein Gott. アリシアがまたパン屋で働き始めたら買いに行くよ。ある。約束よ。焼きたてのパンをたくさん食べさせてあげるね。あ、約束するよ。よし、準備も終わったし、中隊長のところへ出頭しようか。 Auf zum Captain. So. Drei Viertel hätten wir schon mal. Squad 7 ist geboren. Oh ja. Das wird toll. Knock, knock. Me, I kill you. で義勇軍に配属になりました。ウェルキン・ギュンターです。同じく本日付で義勇軍に配属になりました。アリシア・メルキオットです。私はエレノア・バーロットだ。義勇軍中隊の隊長にあたる。ウェルキン・ギュンターを少尉とし、
第7小隊の隊長をしてみる。は。アリシア・メルキオットは軍曹とし、少尉好きの価値観として彼の補佐を任せる。は。まさかとは思っていたが、やっぱりウェルキンじゃないか。バルディオ、君も義勇軍に配属されたのか。ああ、本格的に帝国との戦争が始まったからな。士官候補者は次々と配属されている。 2人は知り合い？はい。こいつとは同じ大学の同級生なんですよ。こいつは自然科学、俺は考古学専攻です。しかし驚いた。ちょっと前まで学友だったのに今日からは戦友になるってわけだ。そうだね、よろしく頼むよ。お。あなたたちにはこの後作戦会議に参加してもらう。会議の開始までにはまだ時間があるな。ランドグリーズ市内や軍施設の中には Ja, geil. Direkt Lieutenant. Und wir haben schon etwas Erfahrungspunkte und Kohle hier ausgeben können. Das können wir später machen. Ja, gucken wir mal. Weiß nicht. Wir müssen jetzt eigentlich unser Team erstmal erstellen. Aber na gut. Ja, mach mal, Doderick. Wieder ein kurzer Part. So, jetzt kommt das Geile an dem Spiel. Chanto見回ってるよね。関心だわ。ここは作戦司令室。あなたが率いる第7小隊の編成を行う場所よ。 国民開兵制度に基づき、志願動員で集められた義勇軍の兵士を招待に編入することができるの。そういえば第7小隊は人数が不足していたわね。ちょうどいいわ。これが兵士のリストよ。本人の適性をもとに陛下は最初から決定されているの。それでは5つの兵科について説明するわね。Okay, hier werden uns die 5 Klassen erklärt. まずは偵察兵。Scouts。Unsere Augen. Hohe Mobilität. Informationen sammeln und wieder zurück in Sicherheit gehen. Können Leute von über 100 Metern schon locker sehen. Aber wenig Feuerkraft und Stärken sind darin, Gegner zu erfassen, also zu finden. Schocktruppen, die alles wegbetzeln. Große Verteidigung und große Angriffskraft. Aber auch eine geringe Mobilität. Die Lancer. Antipanzereinheiten. Ja, selbsterklärend. Wenn Panzer kommen, machen die platt. Gegen Explosionen sind sie auch sehr gut ausgerüstet. Aber sind gegen Schütze anfällig und sehr langsam. Und haben wenig Munition. Ingenieure sorgen für Vorräte, können Munition wiederherstellen oder Verwundete behandeln und sogar Panzer reparieren. Sandsäcke können aufgebaut werden, Minen können entschärft werden und Türme können wieder aufgebaut werden. Im Kampf sind sie luschen. So. Sniper! Ja. Zielen von der Ferne, wir haben nicht mehr viel Zeit. Können verdammt weit schießen und ja, Sniper halt. Wenig Mobilität und Verteidigung. Das war's. So, aber welche
Leute ich jetzt in meinen persönlichen Squad einlade, das werdet ihr im nächsten Part sehen. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und sage Tschüss.